Ja, moin alle zusammen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wie man sehen kann, geht es in diesem Video um so ein Bett. Ich sag mal dazu, das ist so ein Daybed oder so ein Bett für draußen. Und es ist wirklich eigentlich ein relativ schönes und einfaches Projekt. Man muss nicht viele Sachen beachten und ich habe es versucht, wirklich so einfach wie möglich zu halten. Und ich denke mal, das ist auch gelungen, sieht eigentlich wohl auch cool aus. Und ja, auf jeden Fall schaut euch das Video bis zum Ende an. Es ist sicherlich was für euch dabei und naja, ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ja, und gestartet habe ich mit dem Holz. Und ich habe Holz gekauft und das Holz, was ich da hatte, war komplett sägerau. Das Gute ist halt dabei, dass man es abhobeln kann, da hat man wirklich schöne glatte Bretter. Und ich habe das auch gemacht. Man kann bei den Sachen auch echt viel Geld sparen, wenn man eine Hobel hat. Bei den Holzpreisen heutzutage aus diesem Grund. Wenn ihr überlegt, eine Hobel zu kaufen, holt euch eine Hobel. Und das lohnt sich wirklich auf jeden Fall. Und so habe ich die Bretter auf jeden Fall komplett einmal glatt bekommen. Und konnte die somit vernünftig verarbeiten. Dieses Kantholz, was ihr da gesehen habt, war 55 auf 75 mm. Und vier von diesen Brettern habe ich insgesamt einmal durchgeschnitten, so dass ich zwei Hälften habe, so wie man es hier sehen kann. Einmal die kleineren und die größeren. Und ich habe es aus diesem Grund gemacht, weil ich einfach dadurch Geld sparen konnte, weil ich die übereinander geleimt habe und verschrauben konnte. Somit habe ich ein viel dickeres Brett, was mehr Stabilität hergibt. Und die Dicke an sich bleibt ja auf 55. Das Einzige, was sich halt ändert, ist die Höhe von dem Holz, dass es sozusagen in der Mitte bei den, auf den 2 Meter sich nicht durchbiegt in der Dicke. Es ist jetzt auf 11 cm geworden von der Stärke her. Und ich habe das so gemacht, dass ich das verleimt habe und jede 30 cm kam eine Schraube rein, so dass das komplett einmal zusammenhält. Da kam eine 60er Schraube rein, die beiden Teile halt zusammenhalten soll. Ihr könnt natürlich da auch direkt schon fertiges Holz nehmen auf Maß, ohne das unbedingt jetzt komplett zusammenzuschrauben. Und ja, die Bretter waren schon an sich auf 2 Meter und meistens ist es so, dass sie wirklich 2 Meter und 1 Millimeter sind, wenn man das im Baumarkt kauft. Und aus diesem Grund habe ich an den 2 Metern Brettern nur wirklich leicht die Seiten einmal entlang, ich sag mal so, ganz leicht weggeschnitten, was eigentlich nur als saubere Fläche dastehen sollte. Und ich habe von diesen 2 Meter Stücke 4 Stück gebraucht und 1,80 Meter Stücke habe ich dann auch wiederum direkt auch zugeschnitten gehabt, davon habe ich auch 4 Stück gebraucht. Im Holz selber sind ab und zu Fehler drin von den Ästen. Was heißt Fehler? Das sind einfach nur Löcher. Und die habe ich dann zugespachtelt, damit es auch vernünftig hinterher aussieht. Es kommt jetzt nicht auf jedes Loch an, weil es ist auch Holz, soll auch Holz bleiben. Und aus diesem Grund habe ich große Löcher wirklich nachgespachtelt oder wo Ecken halt gebrochen waren mit einem 2K-Spachtel. Das verlinke ich ja auch in der Beschreibung, wie sonst eigentlich auch immer. Und an den gesamten Holzbrettern kam ein Radius dran von R6. Ich habe mich dazu entschieden, das zu nehmen, weil die Kanten oft beim Reingehen ins Bett brechen können, man sich dran verletzen kann oder sonstiges. Aus diesem Grund habe ich die einfach mal abgerundet. Hinterher habe ich den einmal komplett ausgelegt, um das einmal komplett in einem Strich zu lackieren. Ich habe das ganze Holz insgesamt dreimal lackiert. Zuerst, wie man es hier sehen kann, habe ich es zweimal lackiert, also einmal lackiert, dann habe ich es trocknen lassen, dann kam die zweite Lackschicht drüber. Die dritte Lackschicht kommt gleich noch. Und so sehen die fertigen Teile eigentlich auch aus. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich da weiß nehme und die Kombination aus etwas dunklerem Holz sieht dann endlich auch wirklich schon cool aus. Und um das Ganze zu verschrauben, habe ich 130er Schrauben gebraucht. 8er Schrauben waren das von der Dicke. Und um das ganze Holz vernünftig zu verbinden und dass es auch wirklich schön rechtwinklig zueinander alles liegt, habe ich mir einen Strich halt angezeichnet. Da wo es anliegen soll, habe das ausgeglichen, wie man sehen kann mit solchen Keilen. Habe das komplett vorgebohrt, mit einem kurzen Bohrer für die Führung und dann nochmal mit einem langen Bohrer hinterher nochmal rein, damit wirklich die komplette Schraube vorgebohrt ist. Und so konnte ich dann die beiden Schrauben auch wirklich verschrauben. Ich habe an diesen Seiten jetzt jeweils unten und oben eine Schraube gebraucht, wie man sehen kann. Und da wo die längeren Stücke jetzt drankommen, die 2 Meter Stücke, die Verbindungsstücke, da kommt nur einer hin.
Hier, wie man sehen kann, jetzt sind da Löcher vorgebohrt und da entsteht so ein kleines Problemfeld. Das ist aber auch zu lösen, das zeige ich auf jeden Fall jetzt. Und hier sieht man auch mal, wie ich die beiden Teile verbinde. Da kommt jetzt nur eine Schraube rein und das eigentlich in allen vier Ecken. Ich habe mir dafür eine Schablone unten gemacht, wie man sehen kann. Das ist einfach nur so eine Platte, die auf 25,5 cm ist. Und um das Ganze einfach leichter zu montieren, habe ich mir so Füße dran gebaut, damit es auch wirklich schön auf meine Höhe eigentlich ist und ich ja das eigentlich einfacher habe, das Ganze zusammenzuschrauben. Dabei solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass alle Seiten wirklich schön bündig sind, weil das passiert wirklich ganz schnell beim Verschrauben oder sogar schon beim Vorbohren, dass sie verrutschen. Aus diesem Grund solltet ihr wirklich darauf achten, dass es auch wirklich schön alles bündig miteinander abschließt. Ich habe mir wiederum eine Hilfe geschaffen, da sind wieder diese zwei Bretter, das ist nur reine Hilfe, das sind einfach alte Bretter gewesen, die ich auf Höhe geschnitten habe, die genau dazwischen passen, damit ich halt dieses Stück, was da oben jetzt zu sehen ist, ich auflegen konnte und einfach nur zum Verschrauben gebraucht habe. Und jetzt sieht man die Problematik, das ganze Ding, was nur mit einer Schraube ist, kann sich theoretisch nach einer Zeit verdrehen und ich habe mich dazu entschieden, von unten nochmal so Undercover Schrauben zu setzen, die man von unten halt nicht sieht. Die sollen schräg ins Holz reinlaufen und somit sollen die verhindern, dass das Brett, was mit nur einer Schraube pro Seite fixiert ist, sich verzieht und in der Position bleibt und es trotzdem an sich ja immer noch einfach gestrickt sein sollte, ohne da großartig irgendwas auszuschneiden, auszuklinken, und ich habe das wirklich versucht, wie man sehen kann, wirklich einfach wie möglich zu halten. Das ganze Ding wurde natürlich wieder einmal lackiert, komplett, das dritte Mal, und jetzt kommen wir einmal zu der Holzverkleidung selber, einmal die Decke und einmal, ich sag mal, der Rücken. Ich habe mir erstmal eine gerade Seite zugeschnitten gehabt, erstmal habe ich natürlich alle auf Länge geschnitten, wie man davor gesehen hat, und dann habe ich es erst wirklich pro Seite einmal glatt geschnitten, damit ich eine saubere Fläche habe zum Schneiden, und habe die daraufhin in Scheiben geschnitten. Ich habe ein 15er Brett gehabt oder ein 16er und habe das dann in drei Teile geteilt, sodass ich 5 cm breite Streifen dadurch habe. Ich habe mich dazu entschieden, die auch alle mit einem Radius zu versehen. Warum? Weil es einfach gemütlicher ist, finde ich, wenn man das Holz anfasst und keine scharfen Kanten dran sind. Ich habe es auch nur gemacht, wo die Sichtseite ist, wo der Kopf sich am Ende dran auflegen könnte. Und die ganzen Hölzer habe ich einmal eingeölt. Das Öl verlinke ich euch auch wiederum in der Beschreibung. Nach einer halben Stunde solltet ihr das ganze Öl natürlich auch abputzen, das Überschüssige, weil sonst fängt es an zu kleben. Um das Ganze zu fixieren, habe ich wiederum so Undercover-Schrauben genommen. Es gibt so ein Set dafür, das verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Das ist eigentlich wirklich ein cooles Set dafür. Kann man solche Schrauben ja mit so einer Bohrvorrichtung einfach vorbohren und vorsenken, sage ich mal so dazu. Und das ist nur rein dafür da, damit es in der Mitte stabilisiert ist, beziehungsweise die Hölzer sich nach einer Zeit nicht anfangen zu verbiegen und krumm werden. So sind die alle in einer Flucht. Rechts und links kam dann, wie man hier sehen kann, noch so eine Leiste dran, wo ich auch jetzt diese geölten Hölzer dran schrauben kann. Rechts, links, ohne in der Mitte werden die rangeschraubt. Die Seite, die kommt einmal nach innen. Und ich habe diese ganzen Hölzer natürlich, habe ich jetzt hier nicht gezeigt, weil sonst würde das Video zu lang sein. Ich habe die vorgebohrt und vorgesenkt, wie ich das sonst eigentlich auch immer mache. Und so kommen die an diesen drei Stellen einfach mal dran. Das in der Mitte solltet ihr meines Erachtens wohl tun, weil die werden wirklich schnell krumm, weil die an sich gar nicht so dick sind, die Hölzer, sodass sie sich schnell verbiegen. Meine Zwischenräume, habe ich ja gezeigt, waren auf 4,9, aber da müsst ihr ganz genau messen, einfach durch die Menge Teilen, die ihr habt. Und so habt ihr, ja, so könnt ihr eigentlich auch variieren, ob ihr mehr Abstand oder weniger haben wollt. Also das ist jedem selbst überlassen. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich auch um die 5 cm breite Streifen habe. Für die Fläche an sich habe ich ein Kantholz genommen, was 6x4 war, habe das rechts und links dran geschraubt. Für die Stabilisierung unten, beziehungsweise in der Mitte, sage ich mal dazu, da wo die Matratzen, sage ich mal, aufliegen, kamen solche Gewindestangen rein von M12. Ich habe die einfach da reingeklebt, habe ein Gewinde vorgeschnitten, habe die da rein gedreht mit einem Akkuschrauber und habe die auch da drin gelassen. Und daraufhin kommt noch ja, so ein Fuß dran.
Ich habe das schon mal bei einem Bett gemacht, das verlinke ich euch da oben, wie man jetzt sehen kann, wo ich auch noch ein Bett gemacht habe mit genau sowas. Das ist einfach nur für die Stabilität, damit man, wenn man sogar drauf springt, es wirklich nach unten auf dem Boden vernünftig gestützt ist. Die ganzen Sachen, das Kantholz, was in der Mitte jetzt durchläuft, ist 6x6 und das habe ich auch mit den gleichen Schrauben von der Seite aus verschraubt. Wenn ihr das nicht haben wollt, weil das Problem dabei ist einfach, dass man die Schrauben, mit der sieht, dann solltet ihr eine Coverschraube nehmen, damit man die von unten nicht sieht. Das ist jetzt ein Rauschbundbrett. Ich habe das deswegen genommen, weil es an sich später gar nicht mehr zu sehen ist. Die beiden Kanten werden dann weggeschnitten, wie ich das gerade auch gezeigt habe. Das ist relativ günstiges Holz. Aus diesem Grund kann man das so nehmen. Es ist auch schon vernünftige Dicke, so dass man es direkt nehmen kann und nur in Streifen schneiden muss. Ich hätte bei dem ganzen Projekt sehr wenig Verschnitt, weil es wirklich schön ist, da die Bretter, ja, sage ich mal, auf 2 Meter Breite oder 1,80 Meter sind, so hat man relativ wenig Verschnitt. Das Ganze habe ich natürlich auch wiederum lackiert, weil das alles, was an sich draußen ist, geschützt werden soll, und da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr wirklich alles schön vernünftig lackiert habt, sodass euch kaum Stellen bleiben, die wirklich unlackiert sind. Aus diesem Grund schützt wirklich so gut wie möglich das Holz an sich und verwendet dafür eine nicht zu günstige Farbe, sondern die auch wirklich vernünftig hält. Das sind auch wiederum die Abstandshalter. Da sind auch wiederum andere. Da müsst ihr einfach nur kurz gegenrechnen. Und so habt ihr die gesamte Fläche komplett mit diesen Leisten versehen. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Bett. Die Innenmaße sind so, dass man 2 Matratzen einfach drauflegen kann, überbeziehen kann mit einem wasserdichten Bettlaken. Die Kissen können auch wasserfest bezogen werden. Und so sieht das Ding eigentlich auch schon komplett fertig aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe das wirklich kurz gehalten und ja, so einfach wie möglich gehalten. Ihr könnt natürlich auch, wie man sehen kann, da an den Seiten auch nochmal extra zumachen. Habe ich nicht gezeigt, aber vom Prinzip das gleiche. Naja, ich würde sagen, abonniert unseren Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.